Ich habe 2001 nicht für ein Spiel extra aufgerüstet, sondern sogar einen eigenen PC bekommen. Das liegt nämlich daran, dass ich in den 90ern schon viele Jahre gespielt hatte, aber halt die Hardware mein Vater gehört hat immer. Und 2001 kam der Clue 2 raus. Das ist der Nachfolger von einer Einbrechersimulation, die 1994 erschienen ist, von Neo Software aus Österreich entwickelt. Gibt es leider nicht mehr, aber gerade Musik, Gameplay und so ist echt cool. Finde ich, kann man auch heute sich echt noch reinziehen. Und das Spiel 2001, das hatte eben ganz ordentliche Hardwareanforderungen, unter anderem eine 3D-Karte mit 16 MB und wir hatten damals einen Rechner mit einem K6 3, 400 MHz, ich glaube 256 MB RAM, was schon relativ viel ist für die Plattform wirklich, und eben der Voodoo 2 mit 12 MB und deshalb war klar, da muss man was machen. Und so bin ich dann zu meinem ersten eigenen PC gekommen. Das war dann ein Athlon XP 1700 Plus mit der mehr als viermal so hohen Taktrate. Also da sieht man mal, was in so einem kurzen Zeitabstand damals möglich war von der Leistungssteigerung. Ich glaube 512 MB RAM von Infineon und eben eine Radeon 8500 LE. Und damit lief das Spiel auch entsprechend gut und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und halt von da auf bin ich halt immer mit meinem eigenen PC unterwegs gewesen, habe den auch gerade in der Anfangszeit extrem oft aufgerüstet. Und das ist, muss ich eigentlich auch noch am Ende jetzt sagen, wenn jetzt irgendwie ein jüngerer Zuschauer hier dabei ist, das war halt echt richtig rattenscharf, fand ich, in den 90ern, da gerade mit den 3D-Karten, auch den frühen 2000ern noch, diese extremen Entwicklungssprünge, die man da hatte innerhalb von wenigen Monaten zum Teil. Man kann sich ja nur mal anschauen, das Beispiel, wie oft da so ein neuer VIA-Chipsatz oder sowas rauskam. Und auch diese 3D-Grafikkartengeneration, das ist halt brutal, das war richtig cool. Also ich kann mich an drei Gelegenheiten erinnern, wo ich meinen Rechner wirklich aufrüsten musste, weil irgendein Spiel nicht so richtig lief. Entweder nicht richtig oder gar nicht lief. Und das ist aber schon ein bisschen länger her, weil so die letzten 10 Jahre habe ich eigentlich nichts gespielt, was meinen Rechner überfordert hätte. Und das erste Mal, wo ich mich erinnere, das war das Thema RAM. Die Veteranen erinnern sich noch an DOS-Spiele, die waren da recht anspruchsvoll, was Speicher angeht, auch was Speicherbelegung angeht. Da musste man immer in irgendwelchen Autoexec, Buts und Configs rumturnen. Und ich meine, es war Wing Commander 3 mit 8 MB RAM. Lacht man heute über die Menge. Aber das hat meinen Rechner überfordert und ich muss tatsächlich noch einen RAM-Riegel reinmachen. Die zweite Sache war Rebel Assault. Das war das erste Spiel, was wirklich eine CD-ROM vorausgesetzt hat. Kann man sich auch nicht mehr vorstellen, dass es mal Spiele gab, die das gebraucht haben, weil mittlerweile haben ja die meisten überhaupt kein Laufwerk mehr. Aber ich habe mir dann damals wirklich ein CD-ROM gekauft, war auch schweineteuer. Ich weiß nicht mehr, es war noch D-Mark, aber es war sehr viel D-Mark, aber genau weiß ich nicht mehr. Und der dritte Fall war tatsächlich Internet. Mitte der 90er bin ich dann mit Duke Nukem, darf man jetzt gar nicht mehr sagen, ist glaube ich noch indiziert, bin ich da in die Online-Szene gekommen, mit Modem eingewählt und da war es tatsächlich wichtig, dann möglichst so 64K Modem oder gleich ISDN, Kanalbündelung, das sagt vielleicht auch noch dem einen oder anderen was, damit ins Internet zu gehen, um wirklich eine vernünftige Bandbreite und auch einen Ping vielleicht noch zu haben. Und da habe ich auch mir tatsächlich mal ein neues Modem gekauft für Duke Nukem, damit ich besser online spielen kann. So, das waren die drei Gelegenheiten. Ich habe immer wegen einem speziellen Spiel aufgerüstet. Nur weiß ich nicht mehr, welches es damals war, vor 10 Jahren. Ich weiß aber, welche Grafikkarte es war. Es ist genau die hier. Das war 2009, habe ich die gekauft, eine 5770. Das war GTA 4. Ich weiß es echt nicht mehr. Müsste jetzt raten. GTA 4 habe ich mir immer so eine Radeon um die 200 Euro gekauft, alle paar Jahre, um mal wieder zocken zu können. Das war meine letzte. Die haben mir jetzt deswegen hier, weil ich sie Raffs Antiquariat gespendet habe, jetzt wo ich eh nichts mehr damit anzufangen weiß. Ich habe erst wieder auf die 1070 vorletztes Jahr aufgerüstet. Dazwischen habe ich nur noch auf dem Notebook gezockt. Ja, eben, ja, da gab es schon Gaming-Notebooks. Einfach deswegen, weil ich da schon als Redakteur für ein österreichisches Online-Unternehmen tätig war. Aber egal. Ja, dieses schöne Stück
Nur deswegen haben es wir aufgehoben, damit ich es hier alle paar Jahre mal so in die Kamera zeigen kann. Und ja, der Raff sammelt komischerweise solche archäologischen Relikte aus prähistorischen antiken Rechnern. Da soll er sich dran erfreuen. Und ja, sie ist wunderschön, oder? Es muss nicht immer gleich aufgerüstet werden, denn wir zeigen Ihnen, wie Sie mit wenigen Handgriffen aus einer Mittelklasse-Karte maximale Details rausholen. Sie wollen aber aufrüsten? Und nur das Beste vom Besten? Dann ist der Luxus-Grafikkartenvergleich genau das Richtige für Sie. Außerdem stellen wir Ihnen die Must-Have-Tools für Windows vor und wir haben kleine Gehäuse bis 160 Euro getestet.